Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Genau, wir laden den Save Stand. Der ist nämlich fast gleich. Und dann geht's auch schon los. So, die Bomberzeugkräfte sind definitiv gegen Strukturen. Dagegen sind Bomber sehr gut, aber wahrscheinlich auch gegen so manch anderen Kram. Öhrchen noch hinlegen. So. So, jetzt schauen wir mal, ob hier alles läuft, wie ich mir das vorstelle. Das passt. Passt, passt, passt. Ja. So, drehen. Drehen, 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 drehen. Wo sind meine Streitkräfte? Ihr Freund und Held. Ah ja, da haben wir ja einen ganz tollen Cut letztens gemacht, wo ich hier voll angegriffen werde. Super Sache. An alle. Die Planeten, glaube ich, hatte ich auch noch verloren, ne? Berechne Sprungkoordinaten. Irgendwo hier, ja, wo ich noch alles aufbauen darf. Danke dafür. Aber das schafft man schon. Der Grüne hat hier nicht so viel. Na, ja, das ist nichts. Das ist ein ziemlich schwacher Angriff. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ich weiß gar nicht, wie er das schaffen will hier. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Wenn wir den Träger zerstören würden, müsste das super machen. Den Träger mal weg. Der kassiert nämlich. Planetenentwicklung abgeschlossen. Sehr gut. Ihr Freund und Helfer. Da sind wir doch schon im Weg. Auf mein Signal. So. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ah ja, hier kann man noch was Feindliche bauen. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ein bisschen was. Okay. Ihre Befehle, so, und jetzt kassiert er. Das war's. Sprungkoordinaten. Dann haben wir beides verteidigt. Ich weiß immer noch nicht, wo ich wen wie angreifen kann, darf, soll. Das sieht man dann mit der Zeit. Das ist mir wirklich mal zu Gemüte fühlen. Habe ich nicht irgendwo so eine Novalit-Kanone oder so? Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ist doch so, oder? Ja. Hier schon mal. Da auch nicht. Da auch nicht. Irgendwo dachte ich, hätte ich eine gebaut. Vielleicht auch nicht. Doch, hier, genau. Und da auch. Also zwei Stück habe ich. Das ist okay. Wow, was war das denn? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Es fällt mir aber nicht. Aua. Das war sicher kein Atombomb. Was war denn das? Jetzt habe ich Angst. Ach du Heilige. Ich bin jetzt auch nicht gut. Keine Ahnung. Beim besten Willen. Wollte ich nicht. Sehr seltsam. Aber es gibt wieder Level-Ups. Nehmen wir mal die Planetenausrottung auf Stufe 1 dazu. So, und dann Antimaterie-Filter. Das da. Inspirieren und beeinträchtigen, dass ich das noch nicht genommen habe. Das ist ein Typen. So. Jetzt geht's ab hier. Ihre Befehle, Kommandant. Wir sind bereit. Volle Kanne ausgelöscht habe ich ihn. Piraten sind demnächst wieder aktiv. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Planetenentwicklung abgeschlossen. Wie es ist. Ich habe sicher keine taktischen Plätze mehr. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Naja. So. Ihr Freund und Helfer. Ich muss immer noch Zeugs ausbilden. Ihre Befehle, Kommandant? Ja. Okay. Ihr Freund und Helfer. Die Frage ist, was braucht man jetzt noch? Ihre Befehle, Kommandant. Man muss da mal gucken. Wir haben Träger. Raketenfregatten fehlen noch ein paar. Schauen wir mal. Na warte, die kann ich hier ausbilden. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Neun Stück. Planetenentwicklung abgeschlossen. Was braucht man noch? Flakfregatten. Können wir auch noch ein paar bauen. So. Ja, das lassen wir erstmal so. Das bauen wir hier. Vielleicht noch zwei schwere Kreuzer. Alle Geschütze bereit.
Nicht ausreichende Metalle. Vielleicht noch zwei Träger. Ihre Befehle, Kommandant? Und dann geht's auch schon weiter. Greifen wir da mal an. Die Bevölkerung hier sollte sich alsbald erholen. Ja. Okay. Wer will was? Zerstören Sie... Blacky. Sorry, aber ernsthaft. Die nerven einfach nur die Gegner. Irgendwann ist Schluss. Hier wird wieder Kultur angegriffen, oder? Oh ja, meine Kultur wird angegriffen. Nicht gut. Ist nämlich nur bei 80%. Ich habe zwei Übertragungszentren, aber ich habe so viel, das bringt mir gar nichts. So, wie könnte ich hier Platz schaffen? Bereit für die vorderste Front. Taktische Plätze. 15, das heißt, ich müsste auf 20 runter. Bis jetzt einen taktischen Platz. Ist alle Geschütze bereit. Das heißt, ich müsste um 11 runter. 8. Rasensprung abgeschlossen. 10, 11. Okay. Das heißt, das kommt weg. Unsere Flotte wird angegriffen. Ihr Freund und Helfer. Ja, da ist ja gar nichts. Das passt schon. So, das kommt weg. Was können wir noch weghauen? Ein Gauss-System. Reparatur. Ja, und die Hangarverteidigung natürlich. Die sind zwar schon sehr nützlich, aber die kommen jetzt weg. Wir sind die zweite. Hallo. So. Ja, dann kann ich ein paar Novalit-Kanonen bauen. Die sind nicht schlecht. Phasensprung klar. Also den Kampf. Oh, da ist ein Titan! Den holen wir uns. Hihi! RIP Titan! Stufe 9, aber wenn wir den plätten können, unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wo, was? Okay. Keine taktischen Plätze, stimmt doch gar nicht. Eine Hangar-Dingens muss doch weggehen, dann war's denn. Limit für Superwaffen erreicht? Ach komm! Limit für Superwaffen erreicht? Erwing zur Verfügung. Sie haben ein darf Problem nur mit dem Jäger? Zwei Stück haben? Das ist ja doof. Ihre Befehle, Kommandant? Nein, die sollen immer noch den... Na gut, das ist ja wirklich drin. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Das ist ja doof. Ich wollte das weghauen, das Ding. So was Blödes aber auch. Gut, dann halt nicht. Wie ist der Plan? Befehl wird ausgeführt. Ich darf nicht noch mehr Superwaffen haben. Muss ich das erforschen? Ich erinnere mich irgendwann mal. Irgendwann mal dachte ich. So, das können wir auch noch machen. Was ist das hier? Erwing zur Verfügung. Okay, ja, vielleicht irgendwann mal. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Oh, da fällt mir ein. Es tut mir jetzt sehr leid, wenn ihr jetzt Störgeräusche hattet. Die ganze Zeit. Denn. Ich hab. Falls ihr es nicht wisst. Warte mal, was das ist hier kostet. Geht so. Ihr Freund und ich habe. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Wo springen die jetzt auch? Reparatur gefällig. Ja. Ich habe ein Heizkissen für meine Füße, weil ich oft kalte Füße habe. Ist sehr unangenehm, aber so ist es nun mal. Und wenn ich das benutze. Na, Hallöchen! Ich kann dich kaputt machen! Blödgegner! Unsere Flotte wird angegriffen. Wenn ich das kaputt. Nein. Wenn ich das benutze, habe ich Indifferenzen, irgendwas mit dem Strom, keine Ahnung. Und dann gibt es so ein blödes Rauschen bei der Aufnahme. Das tut mir jetzt leid, wenn das war. Es müsste jetzt aber weg sein. Falls es überhaupt jemandem aufgefallen ist. Manche hören das gar nicht. Kommt ganz stark auf die Ohren an, die Frequenzen, die eure Ohren wahrnehmen können. Das ist da immer alles ein bisschen unterschiedlich. So, nachdem ich hier keine Andock...
Ports brauche, beziehungsweise nicht so viele, werde ich ein paar Hangar-Kapazitäten machen und ein paar Konstruktionsbuchten. Dann kann ich nämlich hier bauen. Das dürfte ganz nützlich sein. Ja, und hier kassiert er halt volle Kanne. Für die Koalition. Forschung abgeschlossen. Also erstmal die Sternbasis bitte plätten. Schnell. Weiß nicht, ob das gut ausschaut oder nicht. Aber die muss weg. Ja. So. Wir sind bereit. Ah, ich verliere schon ein bisschen was. Vertrauen Sie meinem Kommando. Naja, das wird schon gehen. Ihr Freund und Helfer. Unterbrechungsmatrix. Auch nicht schlecht. Was soll zerstört werden? Mehr Atombomben? Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Welches? Erwarte Befehle. Übermittlung. Der muss weg. Es ist nur. Was ist das? Schlachtkreuzer. Waffensysteme laden. Also die Sternbasis hier, die hält gut durch. Befehle, Kommandant. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber irgendwann geht auch sie kaputt. Und zwar genau jetzt. Und das gibt dann wieder schön Erfahrung, oder? Kein einziger Level-Up. Ich habe schon 100 Schiffe verloren. Also Schiffspunkte, möchte ich mal sagen. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Nicht ausreichende Metalle. Ah, das ist immer so ein Problem hier mit den Metallen. So. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das so wird. Aber den Planeten hole ich mir. Irgendwo muss aber mal Schluss sein. Ah, okay. Na gut, da sollte jetzt keiner angreifen. Melde mich zur Stelle. Ein lustiges Handelsschiff. Alle Geschütze bereit. Naja. Ja, teuer war's. Das Gefecht war teuer. Ah, doch, ein paar Aufklärerfregatten. Die haben nämlich tatsächlich auch noch einen Nutzen in einer großen Flotte, in einer fertigen Flotte, denn die können, zumindest bei den Techs, soweit ich mich richtig erinnere, können sie... Okay, hier passt es noch mit der Loyalität. Minen zerstören, aufspüren, vernichten ist super. Tech, komm bitte, komm, over. Geben Sie mir etwas zu bombardieren. So, der Planet wird aber hart bombardiert, das seht ihr hier schon. Und es ist ein Wüstenplanet, der kann eine Menge Bevölkerung fassen. Das ist schon sehr nützlich. Also den hauen wir weg. Ja, den Grünen werde ich jetzt als nächstes vernichten. Fertig, Ende, tschüss. Irgendwann reicht's auch mal, ne? Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So. Noch ein paar Flakfregatten dazu. Vielleicht noch mal so Robotkreuzer-Dinger, die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Nicht ausreichende Metalle. Ihre Befehle, Kommandant? So, haben wir noch mal alles durch. Ihr Freund und Helfer. Alle die Feindkultur zu stark vorherrscht. Ja gut, das ändert sich demnächst. Der hat auch da drüben was. Also den Grünen, den muss ich jetzt hier langsam mal vernichten. Und mit langsam meine ich schnell. Ihr habt den Commander gehört. Und zwar sehr schnell. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Ich mach gar nichts mehr für dich. Du hast Pech gehabt.
Du hast mich angegriffen. Andere haben mich auch angegriffen. Irgendwann habe ich halt auch die Faxen dicke, ne? Und ist Schluss. Irgendwann ist einfach Ende. Ende Gelände. Alle Geschütze bereit. Medienzentrum. So viele, 7 Stück. Was macht denn das Medienzentrum? Sie haben ein Problem mit dem Jäger? Hm. Ihr Freund und Helfer. Aber wir müssen doch hier alles zerstören, oder? Die Extraktoren. Reichweite erfasst. Höre laut und deutlich. Kampfstationen. Alarmjäger starten. Ja. Alarmjäger starten. Kampfstationen. Nur her damit. Angriffsvektor eingeloggt. So, haut's da mal alles kaputt. Aber ich würde sagen, das schaut eigentlich ganz okay aus. Soweit ich das beurteilen kann, zumindest. Sie haben ein Problem mit dem Jäger? Gerade nicht. Gerade geht's mit dem Jäger. Zumindest mal noch etwas Geld. Aber ich brauche wirklich mehr Planeten. Das ist schon sehr wichtig. Bereit für die vorderste Front. Aber das schaut eigentlich ganz gut aus, würde ich mal sagen. Wir zerstören mal jetzt einmal alles. Wir sind bereit. Ah. Das ist schon sehr mächtig. Die Fähigkeit schneller angreifen und den Gegner verlangsamen, ist schon sehr stark. Bald werde ich keine Probleme mehr mit irgendwas haben. Nicht ausreichende Metalle. Ach komm. So. Aber 4 Aufklärerfregatten müssten reichen. Ihr Freund und Helfer. Kein Gegner kommt an uns vorbei. So. Lässt sich noch nicht kolonisieren. Macht aber nichts. Bereit für die vorderste Front. Alle Geschütze bereit. Jetzt wollen wir uns mal treffen. Was ist denn das hier? Okay. Wird ausgeführt. Ihr Freund und Helfer. Nehmen wir alles mit. Ich werde nicht versagen. So. Ich dachte, ich wäre schon bei 60. Aber ich habe tatsächlich wohl ein paar Trägerschiffe finden, verloren. Nicht ausreichende Metalle. Das heißt, da müssen wir ein paar neue aufbauen. Nicht weil so geht das halt wirklich Metalle. Nicht. So. Nicht kolonisierbar nach wie vor. Wenn die Bevölkerung erstmal hochgeht. Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Die ist jetzt bei 210, aber da kommen noch 150 Leute knapp drauf. Theoretisch ist das schon sehr nützlich. Wie schaut's mit den Piraten aus? Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Ja, haut's ihn weg. Preis festlegen. Die Knöpfe verstehe ich nicht. Frei für den Verkauf an andere Spieler. Ja. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Naja, keine Ahnung. Und ich darf noch immer keine Novalitkanone bauen. Das ist seltsam. Anzugreifen. So, Robus Solare wird angegriffen. Das schaut doch alles ziemlich gut aus. Genau. Wir sind bereit! Phasensprung auf mein Signal. Und hier machen wir jetzt eine kurze Pause. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.